Hallihallöchen, meine Freunde. Und damit herzlich willkommen zurück zu Hydroneer. Ah, schön, diese Musik. So. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Haben wir geschlafen? Ja, es geht die Sonne gerade auf. Wunderbar. Muss mal mein Mikro anders hin ausrichten. So. Dann muss ich mich nicht so nach vorn lehnen. Das ist, fein. So, hier ist ja überhaupt kein Wasser drin. Ja, jetzt zeigt, dass wir hier mal ein paar Tropfen reinfallen lassen. So. Die Feuer lodern. Ich würde sagen, wir machen erstmal nochmal... Achso, die Edelsteine? Die habe ich hier drin, ne? Na, hier ist Geld. Hier ist... Hä? Habe ich meine Edelsteine? Die schon da drin? Ah, die habe ich schon da drin. Okay, wunderbar. So, dann würde ich sagen, machen wir mal die Eimer voll. Die hier so kreuz und quer. Schön und umfallen. Kreuz und quer in der Gegend liegen. So. Hier mal ein bisschen in Richtung tiefer gehen. So, und so. Da hinten ist nochmal einer. So, kriegt auch zwei Stück. Ah, die neue Schaufel, die ist einfach Gold wert. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Ich würde natürlich gern viel, viel tiefer runtergehen. Waren das alle? Ja. Aber, dann müssen wir uns hier so ein bisschen runtergraben. Beziehungsweise die Eimer uns hier unten... Wir brauchen noch mehr Lampen. Wir brauchen hier unten eine Lampe. Und dann müssen wir uns hier unten mal... Ja, weißt du was? Das mache ich mal als nächstes. Ich setze die mal hier ab. Oh, die macht Geräusche. Ja, nein. Das ist ein bisschen... Hier vielleicht? Ja. Was ist los mit dir, Lampe, Mann? Bleib doch mal richtig stehen. Vielleicht so. Und dann hier so. Jetzt habe ich sie ausgemacht. So. Das gibt's doch nicht. Ja! Okay. So, hier würde ich ja gern runtergraben. Ich glaube, ich mache hier erstmal ein bisschen sauber. So. Da, da, da. Nein, das ist doof. Also hier. Das heißt, wir müssten hier noch ein bisschen tiefer runter. Ich müsste das Zeug hier woanders ablegen. Ja, na, Entschuldigung. Einfach, dass wir hier mal so ein... ein Loch. Hier mal so ein bisschen... gerade hinkommen. Denn das ist hier alles so sehr... unschön. Unschön und durcheinander. Hier, viel zu hohe Knubbels. Okay, Entschuldigung. Vielleicht mal den Eimer gleich wieder. Ach komm, weißt du was? Ich, ja. Entschuldigung. Ja, ich sollte vielleicht das Mikro...
mal wieder vorher stumm schalten. So, kann ich jetzt nicht einfach hier... Ich muss mir hier unten eine Plattform bauen für die Eimer. Ich lasse die einfach mal hier runterfallen. Und dann baue ich mir da unten eine Plattform für die Eimer. Wobei ich natürlich auch eventuell hier eine Kiste versenken könnte, um unseren Stollen so richtig schön eben zu kriegen. Ach, halt. Du gehst da runter. So, den hier. Hopp. Und das kommt hier rein. So. Denn ich möchte mich hier so schräg so ein bisschen runtergraben. Ich brauche noch mehr Lampen. Also ich muss definitiv noch von der nächsten... vom nächsten Lohn hier noch mehr Lampen holen. Und dann haue ich da unten ein paar Lampen rein. Und dann können wir theoretisch auch bei Nacht weiterarbeiten. Gut, dann ist hier oben natürlich kein Licht. Wofür ich natürlich auch die andere Beleuchtung kaufen könnte, da wir ja eh alles im Schrott, auf dem Scrapyard, im Schrottdingens da zurückbringen könnten. Ja, jetzt tun wir erstmal. Wir sind näher. Ja. Gucken, was wir hier so haben. Da ist wieder ein Fragment. So. Mal einsammeln. Gold. So, hier haben wir nichts drin gehabt. Ist auch nichts vorbeigehüpft? Nein. Oh, schöner großer Klumpen. Ah, ja, okay, ist drin. So, den da auch. Und den da. Also ich glaube, das Schwierigste hier an diesem Spiel ist, die Mineralien aus den Eimern zu holen, ohne die Eimer zu bewegen. Hopsa. So. Na. Lalala. Da haben wir nochmal einen großen. Oh ja, wunderbar. So, musste ganz kurz räuspern. Laut räuspern. So, dass der Nachbar sich wieder beschwert. Ey, räusper dich nicht so laut, das ist ja furchtbar hier. So, was ist das? Eisenerz. Komm, das tun wir auch schon mal hier. Können wir schon mal hier reinschmeißen. Moment. Ah ne, doch, ist Eisenerz. Ich dachte gerade eben, das wäre ein ungeschliffener... Ich muss da unten schauen, was da dran steht. Ein ungeschliffener Firlefanz. Fatzke. So, hier haben wir nochmal einen schönen, glänzend leuchtenden Splitter. Die Splitter, die brauchen wir ja dann für diese Pumpenverstärkung. Verstärkungspumpenpumpung. So, hier Gold. Mal schauen. Ach, ich kipp's lieber hier auf den Boden. Genauso kacke. Naja, wenigstens geht das so. Ich sollte das vielleicht im Eimer liegen lassen. Und dann einfach aus dem Eimer rausholen. Und gar nicht auskippen. Denn auskippen hat bisher immer nur für Probleme gesorgt. Okay, dann rein damit ins Feuer. Und auch rein damit ins Feuer. Und ja.
Der Goodies-Eimer kommt wieder hier hin. Nochmal eine Runde Wasser rein. Wasser für die Elefanten. Alles drin, sehr gut. So, hier haben wir noch einen Eimer und ein komisches Loch. Ach so. Ja, das ist doof. Ach komm. Ich dachte jetzt, ich kann den hier wieder zurückfallen lassen, aber das ist ja dann ein Klumpen. Das ist dann kontraproduktiv. So. Dann machen wir hier mal weiter. Ich hätte gern hier so eine richtig schöne Mulde, wo wir die Eimer rein machen können. Aber offensichtlich kriegen wir das hier nicht so sauber hin. Das heißt, ich schmeiß die dann einfach willkürlich hier runter. Und wir füllen die eben so. Huch. Schon voll. So. Die sind jetzt alle voll, oder? Jawohl. So, Schaufel lasse ich mal hier außen. Oh, und unsere Barren sind fertig. Oh, süß. So ein kleiner. Oh, und noch süßer, so ein riesiger. Wunderbar. Der kommt hier rein. Und dieses kleine süße Ding kommt auch hier rein. Gilt der als drin? Ich glaube, jetzt ist er drin. Ja. Sehr gut. Ach komm, weißt du was? Ich nehme das mal eben. Und gehe das einlösen. Haben wir noch Geld? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß gar nicht mehr, ob wir da noch Kohle übrig hatten. Und hol dafür noch ein paar Lampen. Dass wir da unten ein bisschen Licht in die Saal bekommen. Oh, doch, 128. Das ist gar nicht so wenig. So. Gehen wir ein bisschen Licht einkaufen. Denn dann muss ich vielleicht tatsächlich nicht immer schlafen gehen. So, Geld kommt da rein. Den hier können wir gleich schon mal wieder zurückbringen. Oder das Restgeld da rein tun. Nein, das ist der. Das ist nicht der Geldeimer. Das ist der Zerealieneimer. Und dann gucken wir mal, hier haben wir doch auch noch Geld gehabt, oder? Hier noch 52. Wunderbar. Hydromünzen. Kann das hier? Ja. Sehr gut. So, wie viel ist es denn jetzt insgesamt? 181. Was kostet so ein Ding? 32. Einmal. Huch. Zweimal. Und dreimal, wie viel haben wir jetzt? 96. So, dann noch kleine Lampe hier. Oh, die ist ja billig. Die kostet ja fast gar nichts. Dann können wir da unten richtig schön Licht machen. Da können wir eigentlich unser ganzes Lager beleuchten. 112, wir haben 181, sehr gut. Schaufel haben wir schon. Bürsten brauchen wir nicht. Waschpfannen eigentlich auch nicht. Ja, nehme ich lieber noch ein paar Lampen mit. Ach komm, und hier noch so eine.
Gut. Reicht erstmal. Das hier kommt wieder zurück. Ins Sparschwein. Hier. Rein ins Sparschwein. Und... Ah, das sieht irgendwie cool aus. So, dann schleppe ich das andere Zeug mal her, solange es noch ein bisschen hell ist. Stück für Stück. Perfekt, um deine Basis zu beleuchten. So, dann würde ich sagen, setzen wir hier mal hin. Achso, muss ich so machen, ne? Können wir hier draufsetzen. Sehr gut. Und anschalten. Oh, jetzt haben wir hier ein bisschen Licht. So, nehmen wir den mit. Und damit gehen wir hier hin. Dass wir hier auch ein bisschen Licht haben. Oh, hier kann man nicht. Ah, hier würde gehen, ja? Da, wo das Wasser rauskommt. Kommt denn dann noch Wasser raus? Ja, kommt noch Wasser raus. Ha! Und ist hell. Sehr cool. Wunderbar. So, dann praktizieren wir das nochmal. Das gefällt mir sehr gut. Einmal hier. Na? Gerade eben ging's. Zack. Und anschalten. Das können wir dann, wenn wir es nicht mehr brauchen sollten, alles später auf dem... Huch. Auf dem Schrottplatz... Hey, hallo? Auf dem Schrottplatz verschrotten. Auf dem Verschrottplatz. So, hier... Ah, hier geht. Okay. Aber hier eine hin. Zur Wegausleuchtung. So, das war's mit den Großen, ne? Ja. Ah, schön. Licht. So, die können wir eigentlich eine hier oben drauf stellen. Bleibst du an? So. Ist irgendwie ausgegangen. Dann die. Bäh. Machen wir gleich mal an. So, die kommt auch hier rein. Und zwar kommt die hier ins Eck. Bäh, ich klemme zwischen den Eimern. So. Die nächste. Die können wir eigentlich hier draußen aufstellen. Ja. Sehr gut. Und... Ah, zwei habe ich noch. Sehr gut. Wunderbar. Da gehe ich nämlich mit nochmal einer rein. So, dann haben wir hier unten richtig schön viel Licht. Und die hätte ich gern stehen da. Ja, gut. Und dann sollte ich mir da so eine Art Treppe bauen. Aber natürlich nicht einfach die Erde wegschaufeln, sondern schon irgendwie da zurecht lassen. Ach, da habe ich schon Erde drin. Okay. Dann können wir hier auch noch eine aufstellen. Am besten vorher anmachen. So, dann haben wir hier überall ein bisschen Licht.
Und dann können wir auch die Nacht durcharbeiten. Haha. Sehr schön. So, sind die denn schon? Die sind schon alle gefüllt, ne? Ist natürlich, im Kerzenschein ist es natürlich ein bisschen ruckeliger. Das ist dann natürlich ein bisschen doof. Aber so ist es. Ich hoffe mal, es wird nicht noch ruckeliger, je tiefer wir kommen. Das wäre nicht so gut. So, ich schmeiß die einfach mal pauschal nach da unten. Ja. Das, war jetzt nicht so gut. So, den Eimer. Ah, oh, wie gern ich da jetzt schon irgendwelche Förderbänder hätte. Er glaubt es mir gar nicht. Zack, und den da. So. Wunderbar. Komme ich eigentlich hier mit meinem Kabel die ganze Zeit ans Mikro? Könnte sein. Mach ich mal so. Ja, so müsst's geräuschfreier sein. Hier waren noch Eimer. Also ich muss mir da schon irgendwie so eine richtige Treppe reinbauen. So, hier ist jetzt wieder alles voll. Aber einen haben wir noch. So, dann kipp ich mal. Hey, warum haben wir jetzt hier noch mehr stehen? Das ist komisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Musste ich's doch. Der hier gehört noch hier runter. So. Gut. Dann würde ich sagen, bürsten wir noch schnell. Und dann machen wir erstmal eine kleine Folgenpause und sehen uns dann morgen wieder. Wenn es wieder heißt, Time to Play, hier bei Hydroneer. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.